Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerds Choice. Heute, aufgrund der großen Nachfrage, haben wir wieder Werbevideos gemacht. Nur diesmal noch ein bisschen nerdiger. Ja, und zwar geht's heute um das Thema MMORPGs. Viel Spaß dabei. Reingehauen. Ja. Alter, der Haupt, ey. Das halte ich nicht durch. Ich brauch Hilfe. Verdammt, Heiler. Oh, nee, Alter. Ey, den krieg ich so nicht getankt. Gibt's da nicht irgendwas, was meine Abwehrkräfte stärkt? Doch, sicher. Versuch doch mal einen Actidev, ne? Actidev? 5. Jetzt kann's weitergehen, Leute. Also mit dem neuen Actidev hat sich das mit dem Verteidigungswert gegessen. Ja, hart baut ihr die auch durch, wa? Wenn's da mal wieder zu viel Action wird, nutz Actidev. Denn wer braucht schon Skill, wenn er Defense hat? Das gibt's doch nicht, dass der Tank ständig die Aggro verliert und die Mobs den Heiler umbrezeln. Gibt's denn nicht irgendwo einen vernünftigen Gruppenfinder? Kann man den nicht mal mit Elite zusammenspielen? Einmal mit Profis hier rein. Ihr DD kann den Ready-Check nicht abwarten und stirbt einfach los. Ihr Heiler würfelt in die Plattenrüstung, auf die sie seit 16 Runs warten, direkt vor der Nase weg. Und sowieso erkundet ihre Gruppe die Bossräume meist mehr im Liegen. Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Elite-Nerd.de. Auf Elite-Nerd finden Sie alle 5 Minuten eine Gruppe, die es Ihnen erlaubt, auch in Heroic Dungeons, den Bossgegnern so richtig schön die Scheiße aus dem Hirn zu prügeln. Caste, wieder aufleben. Ja, geht doch, super Leute, den Boss haben wir es gezeigt. Endlich! Danke, Elite-Nerd! Elite-Nerd.de, die Plattform für Pro-Gamer und Nerds ohne Leben. Na toll. Zu Kackbuhn, learn to play. Ey Mann, der Job von so einem Trash-Mob ist auch nicht mehr der wie früher. Fallen die schon bei einem Hit um. Mann. Mann, das kann doch nicht angehen. Schon wieder gestorben. Jetzt reicht's mir. Na, kennst mich noch? Kommt mal an, Leute, der Kackbohnen von eben schon wieder. Hä? Ey, was soll denn das? Was hast denn du gemacht? Das gibt's doch... Wer ist hier der Kackbohnen? Versuch die neuen Skillflakes und der Raid gehört dir. Denn wer braucht schon die Fans, wenn er Skill hat? Ja, das war's mit Werbung Teil 2. Schreibt es doch mal in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Ja, und außerdem könnt ihr uns auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch besser gefällt. Jetzt dieses MMO-Nerd-Kram, was wir jetzt gerade gemacht haben, oder eher sowas wie die Religionsvertreter oder Net vs. Arschloch. Schreibt es uns mal unten rein. Und knapp über der Kommentarbox findet ihr hier im Video den Abo-Button. Einfach draufklicken, falls euch unser Shit gefällt. Und hier auf der linken Seite findet ihr unsere letzten zwei Videos, Werbung Teil 1 und Net vs. Manu vs. Arschloch. Das war jetzt sehr unangebracht. Das Schwert der Schande hängt über dir. Ja, und dann würde ich sagen, ist der Daumen oben, wird man euch loben. Jo, dann bis zum nächsten Mal, bye. Nerds Choice. Abschalten.